Liebe Anlegerinnen und Anleger, sie ist hier, die zweite Welle, und sie trifft uns mit voller Wucht. Das sehen wir auch in der Entwicklung der Finanzmärkte. Die haben Ende Oktober deutliche Rückschläge verbucht. Auch der Bundesrat musste reagieren und die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft. Damit schließen wir uns im Großen der umliegenden Länder an. Was heisst das jetzt für uns Investoren? Die Konjunktur und die Gewinne der Unternehmungen haben sich in den letzten Monaten besser als befürchtet entwickelt. Aber die neuen Einschränkungen werden natürlich ihre Spuren hinterlassen. Das bekräftigt uns in unserer Einschätzung, dass wir eher eine U-förmige Erholung zu erwarten haben und die Hoffnung auf eine V-förmige Erholung, die die Märkte erwarten, zu optimistisch war. Wir werden uns noch lange mit dieser Pandemie beschäftigen müssen. Aber wir gehen mit mehr Erfahrung in die zweite Welle. Trotz beunruhigender Ansteckungszahlen dürfte ein totaler Shutdown der Wirtschaft, so wie wir das im Frühling gesehen haben, vermieden werden. Die globalen Lieferketten sind stabiler, massive Konjunkturpakete sind geschnürt worden und die Notenbanken pumpen Liquidität in den Markt, wie wir das noch nie gesehen haben. Zudem ist die Entwicklung eines Impfstoffs schon weit vorgeschritten, was die Hoffnung auf das Ende dieser Krise nährt. Damit sind Chancen und Risiken an den Aktienmärkten ausgeglichen. Aber wir Anleger könnten in den nächsten Wochen viel Nerven brauchen. Wichtig dabei ist, Ruhe zu bewahren und der gewählten Anlagestrategie treu zu bleiben. Die schnellen Abwärts- und Aufwärtsbewegungen vom ersten Corona-Schock haben uns gelehrt, dass Panik nur ein schlechter Anlagerotgeber ist. Gerade in diesen unsicheren Zeiten stehen Ihnen unsere Anlageberaterinnen und Anlageberater gern zur Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.